Das Deutsche Kaiserreich ist schon seit mehr als 100 Jahren Geschichte. Aber trotzdem sind wir immer wieder mit seinen Erben konfrontiert. Zum Beispiel durch Straßen, die nach ehemaligen Promis aus dem Kaiserreich benannt sind und die vielleicht heute umstritten sind. Oder durch Wissenschaftler wie Robert Koch, nach dem das Robert-Koch-Institut benannt ist. Oder wenn es um Omas Rente geht, von der wir ab und zu vielleicht einen Teil zugesteckt kriegen. Denn die Rente, die ist zur Zeit des Kaiserreichs eingeführt worden. Doch immer wird darüber diskutiert, ob das Kaiserreich eigentlich ein moderner Staat mit vielen positiven Entwicklungen war oder ob es ein rückwärtsgewandter Staat war, der kritisch zu beurteilen ist. Die Antwort oder der Versuch einer Antwort folgt jetzt. Zum Start noch eine ganz wichtige Sache. Dieses Video hier ist ein bisschen anders als die allermeisten Videos, die ihr auf dem Kanal findet. Es erklärt kaum Details, sondern es sieht die großen Linien nach. Der Fachbegriff dafür ist essayistisch. Falls ihr den Begriff auch mal für einen Aufsatz braucht, klingt immer gut. Wir schauen uns die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Entwicklungen an, verbinden die miteinander und blicken aus der Vogelperspektive darauf. So werden die Zusammenhänge sichtbar und wir können versuchen, unsere Frage zu beantworten. Das Deutsche Kaiserreich wird 1871 gegründet. Die Fäden zieht dabei der preußische Politiker und spätere Reichskanzler Otto von Bismarck, der dazu insgesamt 3 Kriege führt. Über die verfassungsrechtlichen Grundlagen des neuen Staates und über die politischen Konflikte haben wir auch schon verschiedene Videos gemacht. Guckt da gerne mal rein, da könnt ihr euer Wissen auffrischen, findet ihr auf dem Kanal. Das alles zu wiederholen, würde den Rahmen sprengen, aber müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch gar nicht machen. Gut oder schlecht? Das ist die ganz einfache Frage, aber leider gibt es in der Geschichte fast nie ganz einfache Antworten. Meistens gibt es mindestens 2 Seiten. Nehmen wir mal die Sozialgesetzgebung in den 1980er Jahren. Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rente. Eine damals weltweit gesehen sehr fortschrittliche Gesetzgebung, die die Arbeiter absichern soll gegen die größten Lebensrisiken. Diese Gesetzgebung ist aber keine reine Wohltat für die Geschundenen und Ausgebeuteten. Reichskanzler Otto von Bismarck führt sie nicht aus Nächstenliebe ein, sondern weil er die Arbeiter an den neuen Nationalstaat binden will. An den Kaiser und die Klassengesellschaft. Moderne, fortschrittliche Politik, die gleichzeitig überkommene Herrschaftsstrukturen sichern soll. Oder nehmen wir die Frauenbewegung, die für das Frauenwahlrecht, für das Recht der Frauen studieren zu können und überhaupt für privatrechtliche Gleichberechtigung eintritt. Clara Zetkin beispielsweise, die Zeitschrift Die Gleichheit herausgibt. Oder die Autorin Hedwig Dohm. Oder auch die Aktivistin Minna Kauer. Die Durchschlagskraft der gesamten Bewegung lässt allerdings zu wünschen übrig. Die Frauen kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus. Manche Vereine sind beispielsweise sozialdemokratisch. Andere sind christlich motiviert. Ein gemeinsamer Nenner ist da schwierig zu finden. Außerdem lässt auch die starre und autoritäre Gesellschaftsordnung des Kaiserreichs der Frauenbewegung wenig Raum, sich auszudrücken oder breiten Protest zu üben. Oder nehmen wir mal die Jugendbewegung. Im Kaiserreich prägen Jugendvereine und Jugendverbände das Leben junger Menschen, die an bestimmte soziale Milieus angeschlossen sind. Die junge Menschen nach den Idealen, beispielsweise der Kirche oder der Parteien, erziehen und bilden wollen. Eine Reformjugendbewegung stellt der sogenannte Wandervogel dar. Junge Menschen wollen raus aus den engen und starren Regeln, das echte Leben erfahren. Oder besser, erwandern, gemeinsam etwas erleben. Solche Bewegungen gibt es im Kaiserreich eine ganze Menge. Die Freikörperkultur, die Reformpädagogik und andere. Diese Bewegungen wenden sich letztlich gegen die industrialisierte Welt. Sie nehmen den Wert der Umwelt in den Blick. Es geht dabei im Jahr 1900 um ökologische Landwirtschaft, vegetarische Ernährung, bewusstes Leben, Yoga, Naturheilmethoden, Homöopathie. Also um Dinge, die heute oft weit verbreitet sind, wenn nicht sogar Mainstream sind. Alle erhalten im Kaiserreich einen neuen großen Zulauf. Leute, die auf die Modernität des Kaiserreichs verweisen, die geben als Beispiele aber auch weniger die Dinge an, die ich gerade aufgezählt habe. Die führen Wissenschaft und Bildung ins Feld. In der Wissenschaft und in der Literatur gilt das Kaiserreich als führende Nation. Seit dem Jahr 1901 werden die Nobelpreise vergeben und in den ersten 10 Jahren gehen mehr als ein Fünftel davon an deutsche Forscher und Schriftsteller. Nimmt man nur die naturwissenschaftlichen Nobelpreise, dann gehen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sogar ein Drittel der Auszeichnungen an Deutsche. Zum Beispiel an Wilhelm Conrad Röntgen, an Robert Koch oder an Paul Ehrlich. Die deutsche Sprache ist eine sehr wichtige Wissenschaftssprache. Die Universitäten sind im weltweiten Vergleich vorbildlich organisiert. Da schauen alle drauf. Das wirkt sich indirekt auch auf den technologischen und technischen Fortschritt aus. Beispiele sind die Elektrifizierung Deutschlands oder Erfindungen wie das Auto, der deutsche Stahl, die Zeppeline. Deutsche Unternehmer fördern neue Entwicklungen. Die Erkenntnisse aus den Unis werden umgesetzt. Trotzdem sind um das Jahr 1900 herum viele Menschen desillusioniert.
Weil das religiöse Weltverständnis, das dem Leben einen Sinn gibt, immer weniger überzeugt, suchen sie nach neuen Lebensmittelpunkten. Typisch moderne Sinnbilder sind die Familie, die Arbeit, nur wer arbeitet, ist etwas wert, die Bildung, auch um ihrer selbst willen, und natürlich die Nation. Das Kaiserreich ist ein autoritärer Staat. Der Adel hat nach wie vor sehr viel zu sagen, gerade auch beim Militär. Militärische Verhaltensweisen halten in der Gesellschaft zunehmend Einzug. Wer aufs Amt muss, hat vor den Vertretern der Behörde stramm zu stehen. Offiziere tragen ihre Uniformen auch in der Öffentlichkeit. Befehl und Gehorsam gilt in Betrieben genauso wie in der Schule. Mädchen machen vor der Lehrerin oder dem Lehrer einen Knicks, Jungen einen Diener mit den Händen an der Hosennaht. Das kriege ich gar nicht hin, ehrlich gesagt. Nicht selten wird auch die Prügelstrafe angewandt. So ist das in der Schule. Kriegervereine pflegen eine patriotische und militärische Denkweise. Tapferkeit, Gehorsam und Opferbereitschaft für den Kaiser werden als sehr wichtige Werte verkauft. Auch die Friedensbewegung, die sich im Kaiserreich etabliert, zeigt eher, wie die Gesellschaft in ihrer großen Mehrheit ist. Begeistert vom Militär. Das Deutsche Kaiserreich entsteht aus drei Kriegen. Dem Krieg gegen Dänemark, dem Krieg gegen Österreich und dem Krieg gegen Frankreich, die alle gewonnen werden. Danach gibt es eine Militarisierung, aber keine Kriege. Und genau deshalb bleibt die Friedensbewegung, auch wenn sich um 1910 herum die SPD diesen Ideen zuwendet, eine Randerscheinung. Unter den Studentenvereinigungen geben die Burschenschaften und Chors den nationalistischen Ton an. Die Schüler sollen vor allem lernen, gute und brave Untertanen zu sein. Die Schule der Nation wird die Armee. Im Deutschen Kaiserreich wird die Armee ein Staat im Staat, der den Kern der staatlichen Ideologie bildet. Das Reich bleibt imperialistisch, militaristisch und antisemitisch. Denn der Antisemitismus ist eine Tradition des Kaiserreichs, an die der Nationalsozialismus dann nahtlos anknüpfen kann. Besonders an den Universitäten breitet sich der Antisemitismus aus. Schon vor der Jahrhundertwende schlossen die Vereine deutscher Studenten sowie die Burschenschaften jüdische Mitglieder aus. Dabei garantiert die Reichsverfassung die Gleichberechtigung der jüdischen Bürger. Erstmals in der Geschichte. Im echten Leben kommt es trotzdem zu vielen Diskriminierungen. Die Antisemiten organisieren sich nicht so sehr in Parteien, sondern vor allem in gesellschaftlichen Verbänden und im Offizierskorps. Kaiser Wilhelm II. Kommt Forderungen nach Einschränkungen der Bürgerrechte der deutschen Juden nicht nach. Er hält sich an seine Rolle und orientiert sich an den Bestimmungen der Verfassung. Ganz persönlich ist er aber durchaus Antisemit. Zum britischen Außenminister sagt er, es gibt viel zu viele Juden in meinem Land, sie müssen ausgemerzt werden. Wilhelm II. Sieht sich selbst als Regierenden, aber diese Rolle ist für den Kaiser in der Verfassung eigentlich nicht vorgesehen. Es gibt ja noch einen Reichskanzler und eine Regierung. Auf der anderen Seite wird der Reichstag, also das Parlament, immer mächtiger. Ich habe euch ja schon erzählt, dass der Staat seine Zuständigkeiten ausweitet. Das bedeutet mehr Gesetze und mehr Steuern. Und beides bestimmt der Reichstag. Damit entsteht ein großes Spannungsfeld zwischen moderner Verwaltung und Königsherrschaft, zwischen Parlament und vom Kaiser abhängiger Regierung, verschiedene Klassen und Schichten, den Bürgern und dem Militär und so weiter. Das Kaiserreich ist eine Gesellschaft, in der es ständig Konflikte gibt. Das spricht schon dafür, dass es eine Gesellschaft ist, die einem Modernisierungsprozess ausgesetzt ist und die zwischen zwei Polen hin und her gerissen ist, Modernität und Rückwärtsgewandtheit. Historiker sprechen davon, dass das Kaiserreich Janusköpfig ist. Janus ist ein römischer Gott, der zwei Gesichter hat, von denen das eine in die eine Richtung, nach vorne in die Zukunft schaut und das andere nach hinten in die Vergangenheit. Man kann es gar nicht anders sagen, es ist in vielen Bereichen ein Ja-Aber. Ja, das Schulwesen wird neu geordnet in den Städten, aber auf dem Land ändert sich konkret wenig. Da muss ein einzelner Lehrer immer noch 100 Kinder unterrichten. Ja, es werden Sozialreformen eingeführt, aber die sind trotzdem meistens unzureichend. Ja, der Industriekapitalismus bestimmt die Wirtschaft, aber die Großgrundbesitzer geben politisch den Ton an. Ja, der Reichstag und damit die Bürger werden immer wichtiger, aber das Militär ist trotzdem das Maß aller Dinge. Insgesamt zeigt sich, dass das politische System des Kaiserreichs nicht in der Lage ist, die Herausforderungen der modernen Welt zu bewältigen. Meiner Meinung nach ist es sogar eher kritisch zu beurteilen. Der gesamte Staat, die Gesellschaft, baut zu sehr auf Ausgrenzung von Minderheiten auf. Und auf die Ausgrenzung potenzieller Feinde, im Inneren wie im Äußeren. Das ist zumindest meine Bewertung. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, ob ihr das auch so seht oder vielleicht komplett anders. Vielleicht sagt ihr ja, naja, aber da gibt es ja noch viele andere Aspekte, die hier gar nicht berücksichtigt wurden. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, eure Einschätzung. Ich bin wie immer sehr darauf gespannt und bitte bleibt fair, ist ja vielleicht auch ein emotionales Thema.
Danke schon mal dafür. Hier neben mir findet ihr noch die Playlist zum Deutschen Kaiserreich hier auf dem Kanal und direkt darunter ein Video der Kollegen von Y-Kollektiv zur sogenannten Reichsbürgerbewegung, die ja auch in diese Zeit zurückblickt und sagt, naja, also vieles, was damals war, das gilt heute noch und das war insgesamt gut. Schaut euch das mal an. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.